Und guten Morgen, liebe Leute, und willkommen zurück zu FDB Infinity. Wir sind stehen geblieben bei unserem kleinen Seed-Problem, was ich übrigens immer noch nicht... Oh, warte, das ist viel zu laut. Ich muss das mal auf... Ich weiß nicht. Drei, los. So, da haben wir die drei. Aber die findigen User müssten es jetzt schon erfahren haben, was es ist. Ich brauche einfach was Schönes im Hintergrund. Und was ist da... faktisch besser als die Titelmusik von Skyrim. Aber wohlgemerkt im Piano-Cover. Ich mag das einfach. Naja. Man möge mich jetzt verprügeln oder nicht, ich mag's. Punkt. Allgemein mag ich Piano-Sachen sehr, sehr, sehr gerne. Wann kann ich denn den nächsten Stone machen? Das ist jetzt die Frage. Stone. Wie hießen die Dinger nochmal? Weak. Infusion Stein, da haben wir sie doch. So, dann der nächste wäre der Regular. Dafür brauche ich 8-mal Kohle. Mit dem Regular kann ich nämlich dann was genau machen? Ja, die Strong Steine. Die Dinger. Und mit denen kann ich dann was machen? Oh ja, Glowstone. Sehr gut sogar. Redstone, Obsidian, Copper. Oh, das ist doch sehr, sehr geil. Das Problem ist eben, dass die Harvester und die Planter anscheinend nicht das machen, was sie machen sollten. Und ich kann mir nicht erklären, wieso nicht. Oh Gott, Entschuldigung. Mich kniept ein bisschen in der Lunge. Boah. So. Tja, dass es das jetzt nicht tut, das ist ganz leicht scheiße. Ich ahne zumindest, dass es das nicht tut, weil der den nicht plantet und der den nicht aberntet. Jetzt ist die Frage, wieso macht er das nicht? Man hat den sowieso schon wieder eins zu weit vorne platziert. Mal wieder. Also beste Möglichkeit wäre, den nochmal umplatzieren und dann weiter überlegen. Wie ich den ganzen Mist gefixt bekomme. Denn das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Und wenn ich die ganze Zeit dann die Seeds praktisch selber ernten müsste, das wird nach einer Zeit ziemlich in Anführungszeichen nervtötend. Aber man kann sich ja denken, wieso das nervtötend wird. Nehme ich mal sehr stark an. Moment, doch, das musste nach hier. Eins, zwei, drei. Das Ding muss ich jetzt hier hin platzieren, ne? Ja, hier hin. Genau auf die Pipe. Was auch nicht so das Problem sein dürfte. So, dann machen wir hier noch dort drauf und sind glücklich. Mann, ey, wieso macht er das nicht? Das ist zum Kotzen, um ehrlich zu sein. Ich hoffe mal wirklich inständig, dass es nur an den Seeds liegt und nicht an allen. Weil das wäre ordentlich, richtig ordentlich kacke. Oh, 2200 Holz. Alter Schwede, ey. Das ist viel. 29.400. Oh, das geht eigentlich nur alles. Ja, hier habe ich 37 Typen von Items drin. Das ist natürlich a little bit unschön. Das Umsortieren hilft nur mäßig. Naja, okay. Mal gucken. Habe ich noch ein paar von den anderen Seeds? Anscheinend nicht. Nee. Okay. Shit. Aber egal, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier den Dingsbumsstein hinkriege. STONE. Da mal ihn. Den Weak Infusion Stone. Ach, den Regular meine ich. Entschuldige. Mit dem kann ich momentan noch nichts machen, weil ich zuerst mal das brauche, ne? Essenzen habe ich nur zwei. Ich frage mich, wieso die sich nicht stacken. Davon habe ich sieben. Das sind ein oder zwei. Ich habe sogar acht. Ich brauche bloß vier und keine, weiß ich wie viele davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, jetzt brauche ich den anderen Stone. Wo haben wir ihn? Hier. 1, 2. Wow. Ich habe etwas Regular Essenz. Super. Ich brauche mal, glaube ich, kurz meine Gießkanne.
Watering Can ist nicht hier drin. Das heißt, ich habe sie in den Kisten. Wo immer ich die habe, da ist sie. Und jetzt wird erst geschlafen. So, Tür zu. Ist das Pferd noch da? Ja, okay, gut. Es ist noch da. So, gute Nacht. Perfekt. Ah, okay, einer ist gewachsen. Gut, da brauche ich die Gießkanne ja gar nicht mehr. Ich muss gucken, hoffentlich wachsen die nämlich. Oder hoffentlich pflanzt er die. Allem Anschein nach nicht. Die Frage ist, wieso macht er das nicht? Habe ich irgendetwas vergessen einzustellen? Das ist doch doof. Das ist ganz doll Bebe. Tja, was mache ich jetzt? Also mit den Essenzen habe ich jetzt das Problem, dass sie die nicht pflanzt. Was mich wirklich vor ein etwas größeres Problem stellt. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass ich die automatisieren kann, aber irgendwie. Das ist Mist. Ganz, ganz doll Mist. Das heißt, das hier fällt somit als Hauptquelle für Erze und so weg. Vielleicht hängt es auch damit an, dass es nur eine Beta-Version ist. Ich weiß es nicht. Naja, aber zartes Holz. Es wird immer mehr. Immer mehr. Wie sieht's aus mit den Zellen? Ach, ganz human. Vorsichtig gesagt. Aber das ist trotzdem sehr, sehr viel. Ich muss mir gerade überlegen. Die Blaze Seeds. Seeds. Welche waren das? Die hier oben, ne? Ja, Blaze Seeds. Dafür brauche ich die Strong Essence. Die kann ich nur mit. Ja, dafür brauche ich den Nelsenstein. Den mache ich nur mit Redstone-Essenzen oder Gold-Essenzen als Beispiel. Oh Mann. Na gut. Nicht aus, was ich die machen soll, was ich mit dem machen kann. Ja, das habe ich nicht gemeint. Ach, die brauchte ich ja auch. So. Glowstone, Redstone, Obsidian. Das ist natürlich auch sehr geil. Copper. Rüstet. Copper, Tin. Oh Mann, ey. Und Sulfur. Das ist. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Aber ich nenne es einfach mal Mist und Kacke und. Mann, hey. Tja. Da kann ich jetzt schlecht was gegen machen. Na gut, dann eben doch Methode Nummer. Irgendwas. Ja. Ausfallplan ist, ja, was habe ich jetzt als Ausfallplan? Eine Query. Das Problem ist, eine Query ist natürlich etwas, langsamer. Wie wird Query geschrieben? Eine Query, ne? Keine Ahnung mehr, Buildcraft. Habe ich irgendwas verpasst? Es gibt doch wohl noch eine Query. Da bin ich jetzt doof? Da ist sie doch. PC Factory, okay. Naja, die ist ja nicht. Okay, abgesehen von den Diamanten, das sind natürlich 11 Diamanten, die das Ding kostet. Immerhin besser als die, wo ist sie? Die anderen, hier ist sie. Die Ender Query. Das ist so das Ziel, was ich habe. Die brauche ich, weil die kann ich auch noch schön aufwerten. Ne? Cool. Ne, aber dafür brauche ich eben eine Menge Enderperlen und Obsidian. Also wirklich eine Menge.
Eine ganze Menge. Ein Chartbook. Wow. Wie baue ich die? Mit Emeralds. Eine Brille? Egal, aber Emerald und Book, das geht eigentlich. Dann haben wir noch hier 4 Diamanten, Burnt Quartz, noch mehr Ender, hier dieses blöde Steinteil. Dann kriege ich 4, 1, 2, 3, 4. Aber ich brauche noch 2 Ender Titanic Pumps, die sind auch nicht ganz billig. Das ist noch eine Enderperle, 2 Enderperlen. Boah. Also brauche ich doch die Quarry. So. Das heißt, das da ist jetzt das nächste Projekt, was ich habe. Wohl oder übel. Ich finde es schade, dass ich die nicht unbedingt pushen kann. Also, dass ich die nicht weitermachen kann. Quarz, Chinesis Pulp. Ach so, nee, die brauche ich nicht. Oder soll ich wirklich mit denen da anfangen? Doch, wohl, ich muss mit denen sogar anfangen. Ich kann doch jetzt nicht auf Industrial Craft gehen. Ich bin doch bescheuert. Das Problem ist natürlich die Energieversorgung. Nee. Die Energieversorgung ist eigentlich okay. Eigentlich. Ich bräuchte natürlich noch ein bisschen was für einen Steam Boiler, aber das ist eher vernachlässigbar. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich die Farm ein bisschen kleiner machen soll, weil das, was der Raut haut, das ist wirklich jenseits von allem. Dann brauchte ich noch einen, einen Dingsbums, einen, Sarat. Och! Lava-Fabrikator, genau. Davon brauchte ich noch einen. Das hier brauche ich aber Blaze Rods für und dafür brauche ich einen Kompressor. Allgemein muss ich erstmal warten, bis ich die Seeds habe, weil die sind tatsächlich die wichtigsten. Aber dafür brauche ich noch mehr Essenzen. Also, hier, Essenzen eben. Ach man, wie mache ich das denn jetzt? Oh, ich habe eine Idee. Ich habe sogar eine böse Idee. Ah. Und zwar, wie kriege ich am leichtesten Essenz-Seeds? Indem ich natürlich hier Sarat Dingens mache. Gras. Das Gras kriege ich durch einen Sprinkler. Durch das Ding. Ganz, ganz, ganz findiges Teil. Den müsste ich mir eigentlich mal kurz bauen. Habe ich das alles drin? Ja, habe ich. Gut. Natürlich brauche ich jetzt auch noch einen Tank, aber ich habe zu wenig Obsidian dafür. Ich brauche auch noch was für den Chunkloader. Egal, gib mir das mal. So, dann eine Chunkloader, so. Ups, also ob er da gerade mit rausgekommen ist. Ich brauche noch die Enderperle dafür, ne? Aber wieso habe ich... Ich habe doch hier eine. Ach so, nee, ich brauche... Ach so, entschuldige. Ich brauche später, ich brauche ein Buch dafür. Bücher baue ich mit Papier. Papier kriege ich von Bambus und das Bambuszeug habe ich irgendwo angepflanzt, oder? Habe ich? Habe ich nicht? Habe ich nicht irgendwo angepflanzt, weil ich so blöd war und das nicht gemerkt habe. Oh, es liebt mich wieder. Das heißt, ich hole mir jetzt meinen Bambus. Ich glaube, ich habe ja noch ein bisschen. Ja, ich weiß, es heißt nicht Bambus, sondern Zuckerrohr, aber ich nehme es trotzdem Bambus. Sugarcane. Nee, das wird SU geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht drin. Oh, hier habe ich so. Okay. 19 Stück. Mal immerhin. Aber ich glaube, selbst die kann ich irgendwie hier hinten hinpflanzen und dann werden sie sporadisch abgeerntet. Glaube ich. Ich müsste halt bloß irgendwo die Dinger hinplatzieren. Ans Wasser am besten. Ah, ne, ich habe hier noch Wasser. Nee. So. So und so. Bitte sehr.
her damit. Es wird schon wieder dunkel. Unglaublich. Geht viel zu schnell die Zeit. Ich brauche auch noch was zu essen. Essen, Essen, Essen für die Welt. So, dann die Sugarcanes, ein paar davon zumindest, kann ich mal zu Papier verarbeiten. Die Frage ist, wie mache ich das nochmal? Quatsch, ich kann einfach das hier rausschmeißen. Das waren drei, oder? Ja, waren das. 1, 2, 3, 4. So, drei selber tue ich nach da oben. Dann war das so. Wie mache ich das nochmal? Wie mache ich das nochmal? Ein Buch. Ach du Schande, die mache ich mit Leder. Oh Mann, ey. Lea, da haben wir's. Zack, ein Buch, mehr mache ich nicht. Zack. Zack. Ein sehr teures Unterfangen. So ein Jungler, oder? Aber, natürlich, sehr, sehr gut. So, 3, 4. Machen wir 5. Show Lasers. Ich sehe keinen Laser. War eben kein Laser. Aber ich nehme an, dass es jetzt bis nach da hinten geht. Ich meine, 5 Chunks, das ist ein wirklich großes Gebiet. Aber jetzt erstmal wieder schlafen. So, Projekt Nummer 2. Boah, wir fließen gerade schon wieder 20 Milliarden Ideen in den Kopf. Nur mach das noch, mach dies noch, mach jenes noch, mach hier und da und schnell, schnell. Aber jetzt erstmal Hösch machen. Glas brauche ich jetzt. Und zwar brauche ich dazu Glass Panes. Und das hier. Tada, wir haben einen Tank. Soweit, so gut. Mit den Tanks kann ich nämlich jetzt, oder mit dem Tank, kann ich noch unbedingt anfangen, weil ich noch keine Dingens habe. Aber ich habe echt ein Problem mit der Wasserversorgung, ne? Ich bräuchte irgendwas, was wesentlich weniger Aufwand betreibt. Was Wasser mit Wasser absaugen. Aber ich habe eben keine Waterpump-Pipe mehr. Watermill, distilled water, 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 water. Was ist das hier? Steam Turbine Housing. Railkraft. Das ist irgendwas Interessantes. Ich weiß noch nicht was. Water Creeper in Tiles. Aha. Water Panel. Ja, das ist alles Chisel, ne? Ach, Herrgott. Es gibt einfach keinen effektiveren Weg als den Aquarius Akkumulator. Oder? Ne, das ist auch bloß irgendwas Komisches. Na prima. Okay. Das heißt, wir brauchen noch einen Aquarius-Akkumulator. Oder eben eine ganze Menge Wasserpipes, die ich mir dann bis nach da unten lege. Würde zwar wenig Sinn machen, aber hey, warum nicht? Mal funktioniert das Ding überhaupt? Ja, da ist kein Upgrade drin. Ach, entschuldige. Es funktioniert natürlich deswegen nicht, weil ich es natürlich abgebaut habe. Ne? Aber wenn man so schlau ist wie ich, vergisst man das. Aber das sollte jetzt auch funktionieren, oder? Ich glaube schon. Ach, Herrgott. Ja, okay, es funktioniert. Es ist trotzdem Mist, dass es das nicht mit den Essence-Seeds tut. Das ist wirklich Mist. Das hätte so einfach sein können. Wir haben noch diesen hier. Den Crop Harvester. Wobei ich nicht weiß, was der macht. Oder für mich, ich hoffe, dass er das macht, was ich denke, aber
Wahrscheinlich macht er das in einem kleineren Umkreis und vor allem nicht so effektiv wie der von Mind Factory. Robot Harvester? Bitte was? Was? Oh. 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 Ich hab's kaputt gemacht. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Wie wird denn dieses Ding gebaut? Dieser Redstone Crystal. Keine Ahnung, wie ich das Ding mache. Das ist anscheinend einfach da. Ach man. Es macht nichts, macht das, was ich will. Ich meine, es gibt natürlich auch noch die Mining Turtles, aber die machen wahrscheinlich nicht das, was ich möchte. Und weil es doch dann nicht in dem Umfang. Ich bin reich, aber irgendwie soll ich das überhaupt machen? Ich meine, ich habe ja eh schon einen Gang nach hier, also warum nicht? Nehmen uns den Akkus-Akkumulator von hier und legen die Pipe nach unten, oder? Ja. Die Frage ist, wie soll ich die Pipe noch da hinten legen? Ach, komm, ich baue mir einfach noch einen. Aquarius, ist mir egal. So. Zack, Pumpe. Zack, das Ding. Zack, alles andere. Oder auch nicht. Weil ich kein Glas drin habe. Und kein Eimer. Kommst woher? So. Hä? Oh. Schreiben. So. Jetzt aber. Danke sehr. Da noch ein paar Waterproof Pipes. Kommst du? Okay, die heißen jetzt Fluid Pipes. Na dann. Dann brauche ich noch einen Eimer. Nicht das Ding. Hier habe ich noch Glas drin. Nein, voll. Das Ding brauche ich noch. So. Mehr nicht. Und dann einer der ältesten Tricks, die ich so kenne. Die Frage ist, wo baller ich denn hin? Ich meine, hier habe ich das Ding erst. Das kann ich noch hier machen. Und jetzt ein paar Blöcke drunter den Akkumulator. Muss ja auch irgendwie rauskommen. Eins und zwei. Gib mir mal einen Schluck Wasser bitte. Und einen zweiten Schluck Wasser, bitte. Zack. So, der funktioniert. Und der funktioniert auch. Das ist cool, ne? Ich mag den irgendwie. Wofür sorgt der? Ganz einfach, der baut das Zeug hier. Und jetzt muss ich den hier mal auf... Small Shrooms und Leaves einstellen. Ja, ich weiß nicht, Small Shrooms eventuell nicht, oder? Ich weiß es nicht. Wenn das Sugarcane jetzt gleich weg ist, dann nicht. Aber ich hoffe, aber das funktioniert alles so, wie ich mir das denke. Oh, ja, das tut's. Cool. Und so kriegt man hochgradig professionell Seeds für das hier. Das Schöne ist, das Zeug hier, das wirkt wie Knochenmehl. Also der Dingens. Bummens. Hast du nicht gesehen. Wie auch immer da ist. Sprinkler, genau. So war das. Jetzt muss ich einfach nur noch warten und Tee trinken.
Ja, aber das mit der Essenz, das ist echt mies und blöd und funktioniert nicht so, wie ich es will. Weiter im Text. Ich wollte die Query noch bauen. Oder soll ich zuerst in den Nether gehen, ein paar Dinges holen? Ich meine, sollte ich in den Nether gehen und mir Zeug besorgen? Die Blaze Rods. Dann nehme ich aber eine Diamond Dolly mit, weil dann kann ich direkt den ganzen Spawner mitnehmen und daraus eine Farm bauen. Ich würde bald mal sagen, ja, so mache ich das. Ich weiß nicht, gibt es einen Autospawner? Oh, es gibt sogar Powered Spawner. Cool. Ja, aber ich glaube, gibt es nicht so, wie ich mir das denke. Also Broken Spawner in Anvil. Ja, wie mache ich einen Broken Spawner? Ender.io. Salpeter-Ohr-Spawner, bitte fett. Naja, das wird auch. Ja, okay. Ich bräuchte dann schon mal eine Dolly. Eine Diamond-Dolly, um genau zu sein. Oh, ich habe nur noch 12 Diamanten. Ne, gerade ist der Plan mit dem Spawner gestorben. Zuerst kommt die Query. Die Quari, wie wird das Ding nochmal geschrieben? Q-U-A-R-Y. R-R-Y. So. Ich wollte das ja so gerne damit auch noch pushen können, aber nein, warum auch? So. Wollen wir mal anfangen? Iron Gear. 1, 2, 3. Wie viele brauche ich dafür? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. So. 7 mal Iron Gear. Dann brauchte ich zweimal das hier. Ich habe gesagt, zweimal das hier. 1, 2. Ich habe natürlich jetzt vollkommen verpeilt, dass ich gar keine 7 Iron, also Zahnräder brauche. Bin gut, ne? Aber die Dinger kann ich nur mit Gold Gears machen. Habe ich schon mal erwähnt, aber ich habe jetzt die Eisenzahnräder, ne? Von daher, oh, 1, 2. Nehmen wir die da hin. Weg, 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 weg. Und dann nehmen wir da Diamanten hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boah, wir können alle zählen. Ich habe noch eine Diamantspitzhacke, ne? Das wäre jetzt natürlich schön, wenn das gehen würde. Gold und Eisenzahnräder. Wo haben wir sie? Irgendwo. Eins, zwei, drei und ein Stück Redstone. Funktioniere? Es funktioniert nicht. Ach Mann. Wie viele Diamanten habe ich noch? 4. Dann benutze ich eben nur einen. Aber ich habe keinen Einfall. Ach Quatsch, was laber ich? Natürlich kann ich das machen. Andersrum. Es tut's nicht. Wieso eigentlich nicht? Brauche ich dafür auch Eisen? Ich habe da so eine vage Vermutung. Nee. Funktioniert einfach nicht. Das heißt, ich brauche tatsächlich noch eine Anvil oder was? Damit ich mir keine neue. Ach, come on. Ich brauche noch jemanden für die Dolly. Von daher, wie viel brauche ich eigentlich für eine Dolly? Eine Diamond Dolly. Ups. Diamond Dolly? Damals so. Drei. Es ist genau drei. Das heißt, ich brauche mit Anvil. Anvil. So, wie baue ich dich nochmal? Mit der Menge Eisen. Ja, prima. So,
2, 3. 3 habe ich gesagt. So, danke. Anvil. Aua. Das hat jetzt wehgetan. Klong. Enchantment kostet 1. Wow. Der gute Diamant. So, und jetzt wieder. Was ist das? Auto-Anvil. Aha. Quarry. Ein, ich brauche hier so. Und dann Abmarsch. Ich habe die Query. Has just a Chunk Destroyer. Ja, das passt im ersten Sinne des Wortes. Eine Query ist ja so kleiner. Ich mache einfach mal ein Loch und fertig. Jetzt muss ich nur gucken, wo mache ich das Loch, weil in der Nähe und Umgebung ist dann nämlich irgendwo ein Loch. Wer jetzt erwartet. Und ich habe eine Menge Erze dann. Möglichst nicht in Wasser machen. Allgemein ist das sehr gut, sehr ungut, wenn ich es mit Wasser mache. Boah, ich hätte sogar die Enderquere, aber die ist so schrecklich teuer und kostet 100 Milliarden Enderperlen. Naja, aber da kümmere ich mich dann nächste Folge drum. Das hier wäre so das Ende auch dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder bei Vex Industries. Ich würde mich über ein Abo und Däumchen freuen. Comments sind immer gerne gesehen und dann noch viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.